Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Iserlohn Roosters Karriere. Wir sind Folge 6. Die nächsten 4 Spiele stehen an. Wir schauen erstmal auf die Topscore. Topscore ist Seeböck, dahinter Lippler, Delcol, Taro Jens, Lopi, Florian Elias, Bolen, Ziegler und Elliott. Ja, wir gehen erstmal rein gegen Ingolstadt. Guter Gegner, aber wir sind eigentlich relativ, würde ich schon sagen, ganz gut in Form. Und 1-0 Ingolstadt. Ja, Jenike ist... Ja, Delcol trifft den Powerplay gegen Gartner. Ganz stark. Ja, Jenike und Cornell 2-1. Cornell und Jenike sind zurück und Taro Jens mit dem 3-1. Wir überrennen hier Ingolstadt komplett. Ich würde sagen, wir machen wieder letzte Folge so ein kleiner Rückblick. Natürlich könnt ihr auch gerne erst die letzten Folgen angucken. Und ich rede einfach im Spiel dann erstmal drüber. Also wenn wir selber spielen. Und Seeböck 4-1. Die heute. Oh, Taro Jens 5-1. Was ist denn hier los? 6-1. Boland. Garteig heute gar keinen guten Tag erwischt. 6-2. Bertrand. Was ein Dritte. Ja, wir haben letzte Folge, das kann ich ja sagen, aus 4 Spielen 2 gewonnen. Es waren wichtige Punkte wieder. Und Ingolstadt, wir Powerplay. Ingolstadt Powerplay, beide nicht genutzt. Aber es ist von den Schüssen verdient, dass wir hier 6-2 führen. Und wir holen ganz, 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 ganz wichtige Punkte gegen Ingolstadt. Wichtige Punkte um Platz 10 und 9 und so. Ja, jetzt spielen wir gegen die Eisbären. Guter Gegner, Konkurrent, die sind Siebter, haben einen Punkt mehr. Es wäre jetzt so wichtig, auch ein bisschen aufzubauen. Es sind dann nur noch, nach dieser Folge sind es noch auf jeden Fall, ich glaube 13, also es sind noch 7 Folgen, also es ist noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es 12 oder 13 sind, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Aber es ist auch noch ein bisschen Zeit, aber man muss ja sagen, die letzten oder die Folge 3 und ja, ich sag mal 3 und 4, die waren jetzt halt nicht gut und das müssen wir jetzt erstmal wieder gut machen. Delcol mit einem guten Abschluss, Ubekile, Nikita Kopp und Elias. Und man muss sagen, Berlin ist jetzt auch gerade nicht in Topform, ne? Siebter, ich glaube, dass da will Berlin nicht sein. Sie sind ja schon eine Mannschaft in den Pfosten. Und gerade so kommt Jenike noch ran. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Berlin ist schon eine Mannschaft, die hier um Platz 1 auf jeden Fall mitkämpft. Und das sind ja auch nicht ihre Anforderungen. Ja, unsere, so 9. 10. Platz wäre schon für mich eigentlich perfekt in dieser Liga, ich sag mal, es gibt keinen, der sehr viel schlechter ist. Sind alle, haben ihre Schwächen und Stärken. Und wenn wir, ich denke, wenn wir einmal ins Laufen kommen, so richtig und so richtig einfach nicht zu stoppen sind, dann können wir auch auf jeden Fall so 6 Siege, 5 Siege hintereinander auf einmal holen. Und erstmal Berlin mit dem Aufbau im Powerplay. Wir haben eine Strafe gezogen. Kuros, wichtig, aber Achtung. Wieder Ratilfitz, Grumier, Puck geht erstmal drüber, Jenike. Aber ganz, ganz stark von Elliott, der da ganz, ganz wichtig noch rankommt. Wiederer auf Tilfitz. Tilfitz auf Grumier. Ja, machen das gut, nimm da einfach Tilfitz erstmal raus. Ubekile. Ja, und 1-0. Ganz, ganz stark von Krumia. Geht keiner so richtig ran. 1-0 Berlin. Starker Abschluss. Ja, wir gehen einfach nochmal kurz auf die letzte Folge ein. Würde ich sagen, wir konnten, wie gesagt, aus den 4 Spielen 2 gewinnen. Wir haben gegen Schwenningen und gegen Nürnberg gewonnen. Und das, oh, Florian Elias kriegt einen harten Check. Das waren sehr, sehr wichtige Punkte auch da. Ja, ich sag mal, gegen Düsseldorf haben wir, glaube ich,
Ich weiß nicht gerade, wie wir da verloren haben. Aber was ich sagen kann, gegen Bremerhaven wurden wir halt einfach mal eiskalt bestraft. Wir hatten, Jungs, Rutkowski, 2 Minuten. Wir haben ein super Spiel gegen Schwenningen und gegen München gehabt. Gegen München überragend, 5-1. Und gegen Schwenningen genauso. Aber gegen Bremerhaven ist halt das eingetroffen, was halt auch immer mal Phase bei uns war. Viele Strafen. Und wenn du da einer Mannschaft Platz gibst, die abschlussstarke Spieler hat und davon 5 Powerplays 4 reinmachen, oder von, ja, ich glaube von 5-4, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du da, ja, halt keine, nicht gewinnst, weil du zu oft auf der Strafbank bist. Und weil es einfach auch Energie raubt und wenn man dann an den Torhüter trotzdem die ganze Zeit scheitert, egal ob man dann nicht im Powerplay ist oder irgendwie Unterzahl mal einen schnellen Konter, und wenn man da auch dann nicht trifft, irgendwie die Chance verwerten, das hatten wir ja echt schon ein paar Folgen, wo das ja sehr schlecht war, und gegen Bremerhaven war das eigentlich genauso, konnten nur ein Tor erzielen zum 1-1 und dann ja, nur noch Bremerhaven, die das einfach auch überragend rausgespielt haben. Und Nöbels, Wojciak, Bergmann. Und der Puck geht erstmal raus. Del Col. Und jetzt sind wir halt auch schon zweimal auf der Strafbank gewesen. Bergmann. Und Föder. Elliott muss den Check nehmen, macht das auch. Aber Bergmann abseits. Wir sind ja schon zweimal. Es sind schon 4 Minuten, die uns so sehr, sehr viel Energie rauben. Wir sehen es. Wir haben jetzt zwar nicht so viele Chancen jetzt zugelassen in diesen, aber sie führen ja schon wieder. Deswegen, wir müssen jetzt versuchen, von der Strafbank wegzubleiben und jetzt einfach mal richtig gut zu spielen. Und Willieu auf Tiffels, Rausch macht das stark, Maxim Raus ganz stark, aber Widerer, Ubegile, Taro Jensch, wichtig, Taro Jensch auf Ubekile und Ubekile auf Florian Elias, der auf Ziegler. Ziegler auf Florian Elias, Nikita Kwapardin. Ubekile neben Tor, Elton, Jogen, Tiffels auf Grumier. Elton Velieu. Stark verteilt oder stark gehalten von Jenike. Tarjan kriegt einen harten Check. Und wir müssen auch direkt wechseln. Wissmann auf Nöbels. Kone. Der auch eine wichtige. Und da gibt es wieder eine Strafe. Auch eine sehr, sehr wichtige Position. Also Spieler ist, ne? Kone. Ist jetzt in der dritten Reihe mit. Mit wem ist gerade eine gute Frage. Aber erstmal Berlin jetzt gerade. Und die Strafe geht halt auch ins zweite mit rein. Nöbels, Taiwaning, Jenike. Ubekile und Maxim Rausch hat erstmal den Puck. Rausch stark auf Broda, ganz, ganz stark. Und dann können wir Leon Bergmann überlaufen. Aber der macht das sehr, sehr stark dort. Und Nöbels. Stark von Ubekile, Rausch. Können da erstmal schnell wechseln gehen. Rausch geht nach. So einfach, dass man nicht gleich den Konter so fährt. Und Achtung, Nilek muss da super verteidigen. Macht das eigentlich auch gut, aber sie kommt trotzdem fast da komplett durch. Nilek auf Del Col. Del Col, schade. Wojciak. Und Nierleg, oh, das war eine richtig gute Chance. Sowas muss halt rein. Taiwaning, Föderl, Elliott. Erste, dritte ist vorbei. 1-0 Führung für die Eisbären. Es ist nicht ganz unverdient, weil wir ja schon dreimal auf der Strafbank waren oder sind. Ja, mal schauen, wie das zweite, dritte sich entwickelt. Und jetzt Rutkowski mit der Chance. Der ist auf jeden Fall schneller. Rutkowski, schade, Nikita Kopp, Doppelsafe. Waren jetzt auch keine Megaschüsse, muss man sagen. Willieu,
Und Ty Warning, ganz stark von Maxim Rausch. Und Nilek, nochmal mit dem Aufbau. Nilek auf Cornell, aber der hat da den Puck nicht. Und jetzt ist es ein 2 auf 1, Cormier 3 auf 1 sogar. Kurus, überragend. Überragend verteidigt, aber dann so ein Fehlpass. Cormier. Ty Warning. Novak, aber Jeneke. Und da ist das zweite Drittel vorbei, immer noch ein 1-0 für die Eisbären Berlin. Wir spielen nicht schlecht, aber wir haben halt auch nicht die dicken Chancen. Wir haben schon Chancen, aber es ist halt immer einer nicht da zum Rebound und das fehlt uns gerade. Ganz stark angespielt, Lippler auf Decall. Ah, schade, Morgen. Elias. Sebe Gubekile, schade. Quapratin, starker Save, Föderl. Achtung, Föderl. Elton, starker One-Timer und der geht ganz knapp neben das Tor. Und Morgen Elias. Und da rutscht der Puck durch. Föderl macht das 2-0 für die Eisbären. Und das ist einfach, ja. Wir dürfen jetzt, es ist ganz, ganz wichtig und ich will nicht, dass es passiert, weil wenn man es sagt, dann passiert es. Wir dürfen jetzt keine Strafe ziehen. Wir hatten jetzt Berlin echt auch immer gut einspielen können, ne? Liegen jetzt nur mal mit 2 Toren hinten, aber müssen jetzt einfach weitermachen und vielleicht auch Strafzeiten irgendwo provozieren und nicht selber machen. Seeberg. Delcor. Ja, Boychak. Elias. Und Föderl mit der Konterchance. UB Kiele. Kommt nicht ran. Elton, ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist Taro Jentsch. Taro Jentsch. Wird da gelegt. Keine Strafe. Schade. Und Ty Warning. UB Kiele. Wichtiger Check. Aber Tiffels. Ziegler den Puck auf Florian Elias. Florian Elias, ja. Zu schnell dann und dann hat der Verteidiger keine schwierigen Aufgaben. Ty Warning. Und da gibt es wirklich die Strafe. Ja, da gehen wir zu sehr mit dem Stock nach. 2 Minuten gibt es dafür uns Beinstellen. Und ich habe es einfach im Gefühl, dass jetzt das Tor fällt, weil wir jetzt so viel Strafen gemacht haben. Ja, 4 Strafen. Wieder Cormier. Oh, da war glaube ich wieder ein Schlittschuh von uns, von Elliott. Dass der daneben geht, ganz, ganz wichtig. Boland kommt nicht durch. Tiffels. Tiffels auf Villieu. Kurus wieder. Starker Safe. Elliott, schade. Wieder. Jogen, Tiffels. Elliott, Tiffels. Und Jeneke erstmal. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt geht's in die letzten Minuten. Nachdem haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir müssen dann versuchen, ein Tor direkt zu schießen. Einfach um auch nochmal etwas mehr Zeit für das andere zu haben. Aber wir brauchen nochmal eins mehr. Föderl 3-0. Elliott, ja. Schuss wird abgeblockt. Lippler, Widerer, Bergmann. Loppi geht aggressiv, muss es auch machen. Bergmann, wichtig von Jeneke. Gibt da 2 Minuten gegen Berlin nochmal. Delcor jetzt mit der Chance. Zieht nochmal ab. Seeböck. Wir werden die Torhüter nochmal ziehen. Wir werden es versuchen. Ob es jetzt natürlich klappt, bezweifle ich. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber man kann ja träumen. Jürgen kriegt 2 Minuten. Und jetzt. Kommt Jungs, Lippler, 6 gegen 4, doppelte Überzahl sozusagen. Lippler, Rutkowski, Schuss muss kommen, Rutkowski und Quab. Widerer, Ubekile, hält den Puck überragend drin, Lippler, Cornell und jetzt nochmal Cornell, aber Willje bringt den Puck entscheidend raus und da ist das Spiel vorbei, Berlin. Gewinnt am Ende mit 3-0. Es ist verdient. Es ist verdient. Sie nutzen die Chancen. Wir sind zu oft auf der Strafbank.
und machen halt auch einfach die Chance nicht rein. Jetzt geht's gegen die Kölner Haie, auch ein starker Gegner, muss man sagen, und hoffentlich können wir uns jetzt vielleicht irgendwie mal belohnen. Und ich möchte es euch nur mal ganz kurz zeigen. Ne? Ich möchte hier nichts vorenthalten. Ihr seht das Ergebnis, ne? Sie haben sogar mehr Schüsse. Er stande im ersten Drittel. Also das habe ich ja noch nie gesehen. 6-0. 6-0. In 10 Minuten haben wir 6 Tore geschossen. Das war eine Antwort aufs letzte Spiel. Und Gewinn am Ende mit 7-3. Überragend. Ich habe gehofft, dass eine Antwort kommt. Mit so einer Antwort, bin ich ehrlich, habe ich nicht gerechnet. Ganz, ganz stark, Jungs. Überragend. Und jetzt ist es Zeit gegen den Tabellenführer. Gegen die Augsburger Panther. Die guten, sehr guten Form sind, sind ja nicht dann umsonst erster Platz. Iserlohn Powerplay nicht genutzt, schade. Aber vielleicht können wir es einfach gegen die guten Teams. Als hätten wir das Spiel zusammen angeguckt und 1-0 Hakuleinen, also 1-0 Augsburg, hätten wir das Spiel angeguckt. Ich glaube, ich hätte es gar nicht fassen können, 6-0 nach dem ersten Drittel. Krass, krass, krass. Und Augsburg führt am Ende verdient, aber wir treffen Cornell im Powerplay, wieder Powerplay. Ja, leider nicht genutzt, schade. Und Bowlet 2-1, Spiel gedreht im Powerplay. 3-1 zu Bekile, war seine Antwort von uns. Auf einmal ist das Spiel komplett wieder gedreht. Und wir gehen ins letzte Dritte. Augsburg Überzahl. Augsburg lange nicht genutzt, aber Collins macht dann doch noch das. Na, 3-3, so schnell geht's. Tabellenführer macht Schnips. 3-3. Ist aber auch verdient. Sie haben, und Köhler 4-3, sie haben 44 Schüsse. Ich weiß ja nicht, was die hier spielen, aber vielleicht nochmal, Jungs. Schade. Am Ende dreht Augsburg das Spiel. Ist am Ende vollkommen verdient. Alles okay. Geile Folge in dem Sinne. Schade, dass ich gegen Berlin nicht gewonnen habe. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann hören wir uns bald bei der nächsten Folge. Ciao.